werde auch die Sachen auf YouTube hochladen, auf meinen zweiten Kanal hier, auf Prime inoffiziell. Sehr viel Liebe raus an Laiko, die unterstützt mich da perfekt. Und ist auch hier die Moderation auf jeden Fall, ne? Wie siehst du deine eigene Rolle in Rap-Battle-Rap-Kosmos? Lebende Legende oder lebendes Meme? Ich würde sagen, lebendes Meme. Ne? Weil lebende Legende, keine Ahnung, für manche bin ich dann halt eine Legende und manche machen sich ja darüber lustig, ne? Meinen das im Negativen. Dann gibt's aber auch Leute, die das respektvoll meinen und einfach dahinter noch meinen, dass dieses lebende Legende für sie halt zu bedeuten hat, dass sie einfach Respekt davor haben, dass ich einfach durchziehe und einfach meinem Weg weitergehe, obwohl ich dieses lebendiges Meme bin. Ne? Also man kann es ja sagen, so außer Frage, ich bin ein lebendiges Meme. Ne? Von mir gibt es auch YouTube-Kacke. Komm, wir machen das mal ganz kurz rein, dann zeige ich euch das mal. Deswegen, also wenn, dann würde ich eher sagen, ich bin auf jeden Fall ein lebendiges Meme. Ich feiere selber auch Memes und wenn man auch selbst irgendwie ein Meme geworden ist, dann hat man doch eigentlich nichts falsch gemacht. Ja, hat man wirklich nichts falsch gemacht, weil man ist irgendwie gefragt. Ne? Die Leute, die haben einen auf dem Schirm, die Leute, die wissen was von einem. Ne? Also es hat Charakter. Ne? Man kann denjenigen auch mit irgendwas assoziieren, ne? Und wenn die halt mich mit Memes oder so dann irgendwie vergleichen können und sowas, warum denn nicht? Das ist doch gar kein Problem so. Finde ich auch gar nicht schlimm. Ja, da gibt es ja hier Primetime, YouTube-Kacke. Machen wir ganz schnell mal rein. Dann haben wir das auch mit diesen Meme-Dingen auch schon mal, ne? Ja, da haben wir doch mein Finale. Okay. Primetime, let's go. Okay, Hooks, let's go. Ey, yo, ganz ehrlich, ich wollte gerne Arschfotzen sehen bei JBB. Ey, das ist gut. Ich hatte Besuch, Alter, der Bahn. Du weißt genau, dass der Scheiß einfach Scheiß ist. Und Primetime, der kommt hier mit Scheißschrift. Und du, ja, du kopierst gerne Lines. Also verpiss dich mit deinem Primetime. Fick dich, du Arschfotze. Ich rap Mörder. Das ist Freestyle, Alter. Ich bin echt Mörder. Du dagegen, guck mal, wie wär's mit Arschfotzen trainieren? Ich lache dich aus, so aus, du bist raus. Ey, verpiss dich, ich bin Gangster, hol die Waffen jetzt, Klaus. Irgendwann mal zum Battle zu gratulieren, verpiss dich, ich mach hier mein Shit und werd den Scheiß hier start. Ich bin Rapper, ich komme aus, ja, und ficke dich, du Motherfucker, und das ziemlich, ja, du kannst fronten, egal was du sagst, dein Arsch wird gefickt und danach geht es ab, hier, ey, hier. Oh Mann, ich feiere es auf jeden Fall, ich feiere es, hat auf jeden Fall. Okay. Hat Style auf jeden Fall, hat Style. Diese YouTube-Kacke hat der liebevolle Vocal damals gemacht, ohne dass ich davon erstmal wusste. Und dann habe ich das dann selber mal entdeckt und finde es auf jeden Fall sehr lustig, ne? Also, ich denke mal, damit hat sich die Frage ja erledigt, ne? Lebendiges Meme ist, denke ich mal, die endgültige Antwort. Also, Wenn ich mich in diesem Battle-Rap-Kosmos und so, ne, sehen würde, so, dann auf jeden Fall als lebendiges Meme, ne? Würde ich auf jeden Fall mal sagen. Lebendiges Meme, ja. Habe ich kein Problem mit. Könnt ihr euch gerne mal abchecken hier beim Fettmeister. Lasst ihn gerne mal ein bisschen Liebe da, ne? YouTube-Kacke, Primetime möchte bei Rapper Mittwoch und im JBB Arschfotzen sehen. Also lieber am Vocal gehen raus, ne? Also, da hast du mich auf jeden Fall mal schön aufs Glatteis geführt hier, würde ich mal sagen, ne? Und der gute Eskat hat hier auch, glaube ich, was gemacht. Lal. Denn ich komme aus. Lal. Und das mache ich dann voll. Lal. Ich fand's wirklich lustig. Der gute Zepter, ne? Auch Grüße gehen nochmal raus. Zepter. Zepter hat zum Beispiel auch eine YouTube-Kacke von mir gemacht, aber die finde ich leider nicht mehr. Weil Vocal und Zepter, die beiden Burschen, haben jeweils eine schöne YouTube-Kacke aus meinem Finale gezaubert, ne? Und ein Native ist ein Meme oder ein Rosbach? Ich würde auch sagen, Native ist auch ein Meme
Und ich finde aber, Rosbach ist auch ein Meme, ne? Allein schon seine Gun-Sounds und sowas, ne? Ich finde, das ist auch schon sehr Meme-verhaltensmäßig, würde ich sagen, ne? Also, ich würde auch sagen, das ist auch beides auf jeden Fall auch Meme-würdig. Also, daraus kann man auf jeden Fall dicke Memes machen. Gab ja auch Memes von mir mit Wuppertaler Mentalität, ne? Weil ich das auch immer sehr oft gesagt habe, weil mein Album ja auch so heißt. Und deswegen, also alles chillig, alles chillig. Auch schön, dass du hier dabei bist, 903. Wir waren ja auch gestern noch im Discord, ne? Du weißt Bescheid. War auf jeden Fall lustig. Und RTL 3 ist auch da. Ich habe ihm ja auch schon gesagt, ey, RTL 3, mach auf jeden Fall auch ein bisschen YouTube-Kacke von mir, ne? Damit auch mein lebendiges Meme auch weiterhin Bestand hat und so, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass das fortgeführt wird. Und ich habe auch mich jetzt mit Wack am Mittwoch, ne? Ich habe gestern eine längere Sitzung mit ihm gehabt. Wir haben sehr viel über Insta erstmal geschrieben gehabt und haben uns danach auch connected. Da könnt ihr euch auch auf jeden Fall gespannt machen hier, was da passieren wird. Das wird auch sehr, sehr wild. Ja, also Wacker Mittwoch und Prime, ne? Und Wacker Mittwoch, wie gesagt, da habe ich ihn auch gefragt, warum gab es bis jetzt bei Wacker Mittwoch noch kein, warum gab es bei Wacker Mittwoch noch nichts über Prime? Warum nicht? Warum nicht? Ich habe ihm gesagt, hey, ich hätte es ja verdient gehabt, weil ich habe ein scheiß Finale hier hingelegt, ne? Das war ja ein nicht so gutes Finale da gegen Cassius Clay. Und deswegen habe ich mich halt gefragt, so warum ist das nicht bei Wacker Mittwoch gewesen? So ein Triple Beat, der auch eigentlich gut ist. Von denen gab es sehr viel. Ein Drop Dynamic, der eigentlich auch gut ist. Von denen gab es auch sehr viel, ne? Und ich dachte so, aber wo bin ich da, ne? Wer weiß, vielleicht macht Wacker Mittwoch da, vielleicht, wer weiß. Ne? Ich will nicht zu viel verraten, so, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, so, ne? Ich habe ihn halt so gesagt, dass ich das halt schade finde. Weil ich finde, jeder sollte irgendwie sein Fett abkriegen. So. Und wenn ich da so ein bisschen halt reingeschissen habe, so, dann soll ich auch dafür gerade stehen. So, ne? Und da hab ich kein Problem mit. Ne? Dann soll er mir einfach mal irgendwas mal machen. So, ne? Ich hatte es halt die ganze Zeit nur gewundert. Ne? Und Wacker Mittwoch habe ich auch schon von Anfang an habe ich das verfolgt, weil ich fand auch schon den Humor schon dahinter ziemlich nice. Und deswegen, mal gucken, was passiert. RTL 3, wie gesagt, wenn du ein paar Memes aus mir noch machen kannst, so, ne? Wie gesagt, die Geisterbeschwörung. Aus diesen ganzen Memes, ne? Ist doch hier, das alles hier passiert, ne? Durch diesen ganzen Meme-Sachen und sowas. Deswegen, also dass ich ein lebendiges Meme bin, so. Das ist das Beste, was mir hier passieren konnte. Ohne Scheiß. Also, ich nehme das auf jeden Fall als positiv mit. Ja, man, schwätzt nicht so viel. Lafui. Ja, okay. Ich wollte trotzdem mal einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber man muss halt ein bisschen schwätzen, ne? Ich bin ein geselliger Typ. So, wir gucken jetzt nochmal eine YouTube-Kacke an, nämlich von Eskat. Der hat nämlich auch was ganz Lustiges gebastelt. Ich hoffe, man kann es noch sehen. Ich hoffe, dass er das nicht runtergenommen hat. Ich glaube, das war sogar auf seinem zweiten Kanal. Da ist es doch. Ja, wunderbar. Gut, dass er das nicht weggemacht hat. Digga, das ist witzig. Ja. Ich heiße Schwulmann. Nicht Schulmann. Verdammt, das ist mein Familienname. Ich heiße Rapmann. Nicht Schulmann. Unter den Kommentaren steht 100%ig Schwulmann. Das ist Bombe. Der kriegt eine Familie, Alter. Tut mir leid. Nochmal eine Runde. Und dann dieses Mal wahrscheinlich als Schwulmann. Dann, ne? Er hat mich reingelassen. Jetzt kommt das. Der Pixel-Konsument, meine Familie in seinem Gesicht. Es geht nicht. Irgendwas mit Schuhsohle. Werde ich aus. Und will da meinen Titel verteidigen. Das hier ist Rapper mit Woche in Köln. Oh Was geht Mann. ab hier, Alter? Jetzt kommt ein übertriebenes Finale auf euch zu. Die Besten haben es hier nach oben geschafft. Ich bin gar nicht mal gut. Du Scheiß. Schwulsohle. Und Prime Time, der kommt hier mit Familie, Alter. Und Prime Time, der kommt hier mit Schuhsohle. Und Prime Time, der kommt hier mit Kreidestrich. Und Prime Time, der kommt hier mit Joto-Organ. Ich bin gar nicht mal Gangster. Hol die Schreibschrift jetzt raus. Und du, ja, du kopierst gern Schreibschrift. Lach über dich in der Schuhsohle. Schöne erste Runde, machen wir erstmal ein bisschen leer für Primetime und...
Alter, ich bin ehrlich ein Arsch. Er war aber ein super Gegner und gar nicht vorbereitet so. Ey, Alter, du beleidigst mich. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich im Finale und gegen Cassius Clay stolz auf mich bin. Und ich hab auch keine Familie gehabt so am Ende. Und am Mittwoch ist krass. Sass. Mann, Vorsicht. Mann, Vorsicht. Ja, genau. Motherfucking Schwertfisch. Mann, Vorsicht. Mann, ja, genau. Oh Mann. Ich bin gar nicht mal gut. Digga, das ist witzig. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt witzig. Ist doch geil. Ich feier das selber. Warum nicht? Mann, hier. Muss man doch machen. Hier, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. S-Cut. Sein zweiter Kanal hier, YouTube, Prime YouTube Kacke. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Lasst ihn da ein Abo da. Lasst ihn mal ein bisschen Liebe da. Hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Also muss ich sagen hier. Wie soll man haten, wenn einem die ganze Zeit der Wind aus den Segeln genommen wird? Ja, ist so. Ey, warum auch nicht? Ich bin selber witzig. So, ist cool. Ich kann auf jeden Fall darüber lachen. Das ist richtig lustig. Richtig lustig. RTL 3. Ja, komm, machen wir einfach mal rein. Wir sind noch mal kurz in die YouTube-Kacke gerade reingeslidet. Würde ich sagen. Wir machen ganz kurz von RTL 3. Was war das hier? Native irgendwas mit Oma. Ich weiß nicht, hoffentlich kann man das so finden. Hier, RTL 2 News haben davon berichtet, wie Native, RTL 2 News, Battle, Wepper, Native, live im Studio, wenn ich Oma will, bekomme ich Oma. Ne? So sieht das aus. Kann passieren. Also, checkt auf jeden Fall RTL 3 aus, ne, hier. Auch sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass er auch noch sehr viel YouTube-Kacke raushämmern wird. Auch auf Instagram sehr, sehr aktiv und macht da auch sehr, sehr geilen, feinen YouTube-Kacke-Zeug. Ich feiere das auf jeden Fall und mach auf jeden Fall weiter. Das macht Spaß. Guck dich doch mal an, du Kachbar. Und damit herzlich willkommen hier bei uns. Leute, kommt alle morgens nach Dortmund, denn dort gibt es ein krasses Match. Wenn Native Oma will, dann bekommt Native Oma. Wenn Native Oma will, dann kriegt Native Oma. Ist ja ekelhaft! Wenn Native Oma will, dann bekommt Native. Wenn Native will, dann kriegt Native Oma. Also morgen nicht verpassen, Oma gegen Native. Du Wurzel! Oma gegen Native. Das ist so geil. Ey, das Battle, das wäre bestimmt richtig krank. Oh Mann, wenn Native Oma will, dann bekommt Native Oma. Das sind, denke ich mal, wahre Worte eines Kenners. Ich weiß nicht, was mit Native los ist. Ist irgendwie verschollen, ist irgendwie ein bisschen Castaway, ne? Ich hoffe, dass er sich mal bald wieder meldet, weil die Corona-Crack-Challenge, die darf er ja auch nicht außer Acht lassen. Die muss ja auch noch gemacht werden, ne? Da geht's ja auch noch in die heiße Phase rein. Ach, das! Wer nicht besser, wenn ihr Buch. Ohne Scheiß, ich kenne das sogar. Ich kenne das. Ich kenne auch den Kollegen, der das gemacht hat. Der kommt aus Pforzheim. Das ist der Hieber. Der Hieber. Der hat nämlich das gemacht. Ne? Und ich habe das sogar auch mal geteilt gehabt. Ne? Ihr könnt uns das gerne mal anhören. Ist ja nicht lang. Machen wir mal. Das war schon lustig. Alter, ich bin überheblich. Alter, ich geh mal bitte nach Hause. Ich will die Brille runter und du kriegst den Sauge.
zum Rapper. Brille zum Rapper. Brille zum Rapper. Hey. Nicht mal Arme. Yeah. Woo, da hat jemand auf jeden Fall reingeslidet hier und warte mal, Serk hat das geschickt. Yo Serk, wie hast du dich denn hier rein verirrt? Oh shit, freut mich auf jeden Fall, dass du am Start bist, Serk. Ja, Grüße gehen raus, ne? Ich hoffe, dir geht es gut, bist gesund und wunderbar auf jeden Fall. Nice, dass du hier am Start bist. Cool. Ich komme aus Wutal. Rap-Mörder, Drecksköder. So geil, Mann. Die Leute sind richtig kreativ, Mann. Trotzdem sehr kreativ, dass man da einen eigenen Beat nochmal drunter legt und dann einfach sich da nochmal die Mühe gibt, ne? Also ich finde das sehr nice, wenn man da kreativ wird und ja, so ein bisschen YouTube-Kacke für die Leute macht, die dann auch ein bisschen lieber was hören wollen, anstatt halt nur fürs Auge, sondern ein bisschen was für die Ohren, ne? Warum nicht? Das Scheiß einfach nice ist. Sein. Egal was du sagst. Sein. 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 Ja, ich fand's entspannt auf jeden Fall. War chillig. Hier, genau, da ist der. Machen wir den mal schnell rein. Real Talk auf Vimeo. War gespannt. Kannst mir schon denken. Egal, komm, wir gönnen einfach mal den Captain Hook seine 5 Minuten Fame. Guck doch mal, Alter, was hab ich denn da gefressen? Meine Musik ist scheiße. Ja, warum nicht, ne? Keine Ahnung. Hab ich wohl so gesagt, ne? Dass meine Musik scheiße ist. Dann hoffe ich mal, dass ihr meine Musik nicht so scheiße findet wie ich selbst und... Alles ist cool. Und dann kommt mir nicht mit, ich hab kein Twitter. Ich hab hier kein Twitch, ne? Dann macht ihr einen Twitch-Account, ist doch kostenlos, Mensch.